Schrägstrich Dinge. Yes. Hallo, ich bin Scammo und ich komme aus dem Chaos-Treff Flensburg. Ist ein wunderschöner Chaos-Treff, der ein cooles Event bald hat. Kommt dann nach Sonderburg. Abgesehen davon haben wir letztes Jahr das chaotische Katalysator-Stipendium ins Leben gerufen. Das ist ein Stipendienprogramm für Masterstipendiaten. Das Problem bei so Stipendienprogrammen ist, es bewerben sich Leute und sie wollen dann das Geld sehen und es gibt einen Beirat, der muss Entscheidungen treffen. Und das wollten wir digital abbilden und gleichzeitig sicher. Deswegen haben wir uns ein ganz cooles Konzept überlegt, und zwar jede Bewerbung kommt über so ein Bewerbungsformular in ein Ticketsystem. Jemand kopiert das händisch in so ein Crypto-Pad und dort sind die Daten verschlüsselt auf dem Server und muss den Key können, um das zu entschlüsseln. Das war leider ein bisschen blöd, weil Leute sind so im Urlaub oder machen Dinge nicht und dann warten Leute ganz viel auf Arbeit. Und das andere Problem bei so Web-Tabellenkalkulationssoftware ist, sie ist genauso übersichtlich, wie sie hier aussieht, und jeder kann was löschen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir entwickeln was Besseres und haben eine kleine Software geschrieben mit der JavaScript Web-Crypto-API, die Dinge verschlüsselt. Das heißt also, man kann jetzt hier einfach Source Code ist auch Open Source online zu finden. Man kann jetzt einfach auf dieses Bewerbungstool gehen, hier Dinge ausfüllen und dann landet das nachher in so einer Übersicht und dort können Leute abstimmen und das sieht alles ganz hübsch aus und die Daten sind alle verschlüsselt auf dem Server. Wie machen wir das? Einmal bei jeder Bewerbung wird ein neuer Schlüsselpaar quasi erstellt. Die Bewerbung wird der Bewerbungsteil wird verschlüsselt auf dem Server gespeichert. Das funktioniert nicht ganz mit der Web-Crypto-API, weil die kann nur ganz kleine Dinge verschlüsseln. Deswegen erzeugen wir erst noch einen Verschlüsselungsschlüssel, den wir dann wiederum verschlüsseln und haben dann ganz ressourcenschonend Dinge gespeichert und man braucht einen Private Key, um darauf zuzugreifen. Und das ist soweit alles ganz schön und cool. Und das ist Open Source zu finden, funktioniert aber, glaube ich, eher schwierig, wenn man es gerade kopiert. Aber ja, das war's. Wenn man das genauer verstehen möchte, weil ich weiß, du hast so wenig Zeit, ja. Wo findet man dich? Man findet mich auf jeden Fall im Moin Village, aber man findet mich auch im Repo des Chaos-Treff Flensburg. Und das wunderbare Projekt hat auch einen Namen, das heißt Pretty Good Proposal. Die Abkürzung ist PGP. Ich weiß nicht, ob die schon benutzt wird, aber ich würde die jetzt einfach mal claimen für das Projekt. Vielen Dank. Vielen Dank, Scammo.